Leute, heute werde ich mal ein Video alleine drehen, ohne meine Mama. Also die ist gerade zu Hause, aber ja, sie weiß, dass ich etwas drehe, aber sie weiß nicht, was ich machen werde. Ganz genau weiß ich das selber auch nicht, aber mein Plan ist es, dass ich Waffeln mit Sahne und Eis machen werde und das alles selber gemacht, also keine Sprühsahne oder so. Und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja. Und dann geht's jetzt los mit dem Video. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Mehl wiegen. Mit der Waage. Hier habe ich schon eine Schüssel hingelegt, damit das nicht mitgezählt wird, das Gewicht. Ich hole kurz einen Löffel. So. Ist er. Und jetzt löffel ich das ganze Mehl, also nicht das ganze, ungefähr 150 Gramm, ist das gut. Mehl, okay, das sind schon 28. Hier in diese Schüssel, 61, 95. 113, 138, ach, das ist viel zu viel, ich mache 100. 113, 102, diese 2 Gramm, die ich jetzt gerade habe, 99, 100, also das sind jetzt 100 Gramm. Also, sind jetzt genau 100 Gramm. Ich kann euch das, glaube ich, nicht zeigen. Aber ich hoffe, ihr glaubt mir. Ich hoffe, ich bin glaubwürdig genug. Nein, aber. So. Und das kippen wir jetzt in diese Schüssel. So, jetzt kommen 100 Gramm Mehl hier rein. Oh. Ich habe hier so einen gefühlten Spachtel. Und ich weiß, dass mein Cousin dieses Video sehen wird, peinlich. Ja. Grüße gehen raus an meinen Cousin. Okay. So, das sind 100 Gramm Mehl. Das ist schon echt wenig. Ich mach doch 150. Ja. Also. Ich beeile mich jetzt, weil ich die ganze Zeit. Oh, nee. Oh nee, das ist kaputt. Okay, ich dachte nur kurz, das wäre kaputt, weil mir nichts angezeigt wurde. Oh nee, das sind 100 ab, oder? Machen wir 200. Ups. 1,44. Nee. Achso, das sind 179. Ich mach mal smart richtig. Und das sind die Zutaten, die, denke ich, benötigt. Also ich habe keine Ahnung. Aber wir werden jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt klappt. Und ich werde noch ein paar Sachen abwiegen. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel Backpulver. Und das ist Salz und ich weiß, dass das viel zu viel ist. Aber ich habe einfach ein bisschen davon hier in so kleine Schüsselchen gemacht, damit ich schon mal alle Zutaten parat habe. Ich habe jetzt
noch 100 Gramm Glaube ich dazu getan. Also es war jetzt irgendwie nicht so eindeutig, keine Ahnung. Die Waage ist komisch. Auf jeden Fall, ich habe das jetzt hier. Und das sind jetzt ungefähr 200, echt wenig, 200 Gramm. Aber so viel esse ich auch nicht. Und ja, erstmal alles schön verrühren. Es gibt nichts zu verrühren. Ja. Und jetzt hole ich mir ein... Boah, der Herr, das an meine Mama Kochnudeln. Ja. Und jetzt nehme ich einen Teelöffel Backpulver. Oder einen halben. Und eine Prise Salz. Und jetzt wird das gut verspachtelt. Ja. Und ja. Und ja. Also alles wird gut verrührt. Zucker fehlt! Oh mein Gott, Leute, ich habe den Zucker vergessen. Wie konnte man das nur vergessen? Zucker darf man nicht vergessen. Ah, jetzt habe ich es. Der Zucker fehlt, der gute Zucker. Machen wir 100 Gramm. Oh ne, viel zu viel. 70. Passt schon. Oh, ich glaube 50 reichen schon. Ja, 50 reichen. 59. 55. Ich mach das kurz. So, ich habe jetzt 50 Gramm hier. Ich bin hier reingetan. Ein bisschen viel. Aber ich esse gerne Zucker. Passt schon. Ja. Und das wird jetzt auch kurz verrührt. Einfach weil ich hobbylos bin. Ich hoffe, es sehen jetzt nicht so viele Leute dieses Video. Ist schon echt peinlich. Und jetzt kommen zwei Eier rein. Ich weiß nicht, ob das genug oder auch zu wenig oder irgendwas ist. Keine Ahnung. Ich tue die ja einfach rein. Aua. Oh, ich will noch aufs. Was bringt mir das? Ich muss eher das reinwerfen. Und Nummer 2. Funktioniert da. Was ein bestes Kind. Und jetzt. Verrühre ich wieder alles. Oh, ich habe euch gar keine Mengenangaben gegeben. Halt so viel, wie ihr da habt, ne? Ja. Aber, Moment, es ist auch kein Backvideo, weil es ist ein Experimentvideo. Und jetzt kommt 150 Milliliter Milch rein. Vor allem alle machen müssen nacheinander, dann komme ich. Ich gebe einfach alles direkt rein. Warum mache ich das mit dem Spachtel? Und jetzt wird das schön verrührt. Ich kann das mit unserem neuen Mixer machen. Oh mein Gott, Leute, ich mache das jetzt mit unserem neuen Mixer. Ich bereite dafür alles vor. So, und man sieht natürlich, das ist neu. Jetzt verrühre ich das Ganze. Ja, ich backe halt alleine. Thank you.
Klumpen, also Klumpen hat, damit das auch nicht so ekelhaft ist gleich. Falls man hier sieht, das ist ein bisschen Qualm. Also nein, das ist kein Feuer oder so. Das ist einfach nur, weil meine Mama gerade Nudeln kocht und das der Wasserdampf oder das heißt, es kommt halt von dem Topf, aber ist jetzt auch egal. Ich bin fertig. Und ja, also es ist schön unklumperig. Jetzt muss ich den Kaffee rausziehen. Und es stellt jetzt gerade unnormal. Und ja. Jetzt. Warte, ist es echt ganz unkümpfig? Ja, gut. Jetzt hole ich kurz dieses Waffeleisen. Falls wir das noch haben. Oh, ich hoffe. Okay. Und dann machen wir jetzt Waffeln. Okay, ich muss jetzt eine kleine Planänderung machen. Übrigens, das sind die Nudeln, die ich meine. Wir müssen jetzt nämlich kleine Pfannkuchen machen, weil wir kein Waffeleisen mehr haben. Und ja. So, ich habe mich jetzt entschieden, Himbeereis zu machen, weil es schmeckt. Und ja, das sind eigentlich, glaube ich, nur die Zutaten, die wir brauchen. Und zwar Zucker, Vanillezucker, Himbeermarmelade und Milchmädchen. Ach, und nicht zu vergessen, Milch. Und Lebensfarbe ist optimal, aber braucht ihr nicht. So. Ich muss immer ein bisschen auf die Pfannkuchen achten, weil ich will nicht, dass sie verbrennen. Ich nehme jetzt ungefähr 100 ml Milch. Und ja, das waren jetzt ungefähr 100 ml Milch und ich habe noch nie selber Eis gemacht, deshalb please no hate. Ein bisschen Milch, Mädchen, einfach irgendwie ein bisschen reinhauen und Eis ist süß, deshalb mache ich süß. Halb Packen Vanillezucker, ich improvisiere gerade so hart, weil ich noch nie selber sowas gemacht habe, deshalb, ja. 2 Teelöffel Zucker. Und jetzt kommt das Beste. Oh, geil. Himbeermarmelade. So ungefähr 2 Teelöffel auf. Und das ist natürlich optimal, braucht ihr aber echt nicht. Lebensmittelfarbe, ich nehme rote, weil Himbeer, Eis und so. Kommt da überhaupt noch was raus? Ah ja. Okay, ich will jetzt auch nicht zu viel machen. Und ich glaube, ich gucke mal nach dem Pfannkuchen. Ich wende die, glaube ich, mal. Okay, aber können wir bitte mal darüber reden, wie geil der aussieht? Sorry. Aber jetzt verrühren wir das Ganze. Ich brauche nur noch einen Rührstab. Jetzt das hier. Und das soll zu Eis werden. Also ich rühre jetzt mal fleißig und versuche es zu Eis zu bekommen. Und wenn ich noch irgendwas dazu tue oder so, dann melde ich mich. Also ich habe das jetzt nach und nach gerührt und ich habe da auch Puddingpulver reingetan, damit das ein bisschen fester wird. Und jetzt fülle ich das in diese kleinen Förmchen, damit das auch schön zu Eis wird. Und dann, während wir dann alles noch machen, also die Sahne und die Pfannkuchen, und ich hier ein bisschen aufräume, dann kühlt das Eis und dann wird das auch schön zu leckerem Eis.
noch einen Teelöffel. Und fülle hier jeweils immer so ein ganz bisschen rein. Okay, das war's. Auch wieder, also nur ganz wenig. Obwohl, nee, doch, ich fülle das auch ganz voll auf. So, das reicht. Und ich glaube, das werden 2 bis 3 Formen, mehr nicht. So, ja. So, das reicht. Und den Rest, was ich sagen wollte, also den Rest kippe ich jetzt noch hier rein. Das ist jetzt ganz wenig. Zu wenig, würde ich schon fast sagen. Aber ja, das ist dann der ganze Rest. Und das kommt jetzt im Kühlschrank, ins Gefrierfach. Und währenddessen mache ich jetzt alles so ein bisschen sauber und so, that here is now my, also das hier ist jetzt mein fertiges Essen, weil ich muss mich beeilen, weil meine Mama möchte hier noch was kochen. Das hier ist übrigens Wackelpudding und das ist mein Eis, noch nicht ganz getrocknet, gekühlt, aber ja, so ungefähr wird es aussehen. Sieht komisch aus, aber ich mache kurz Geschmackstest. Also ich probiere jetzt. Schmeckt schon geil. Ja, das Eis. Ja, schmeckt gut, ist halt jetzt noch kein Eis, ne? Ja, also war ein sehr komisches Video, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, dieses Video teilen und einen Daumen nach oben geben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Aber jetzt muss ich leider mal